So. Hier können wir einmal heilen. Zur letzten 19. Bis zur Heilung verschanzen machen wir hier mal. Am 19. Naja, doch, da habe ich aber nur kurz gestreamt. Da habe ich nur kurz angehabt und dann wollte gerade anfangen, da ist mir dann doch die Lust vergangen. Es ist manchmal echt traurig, wie schnell die Lust vergehen kann. Aber heute habe ich tatsächlich richtig Lust. Also, heute wird dies nicht passieren. Ich bin auch jetzt schon fast eine Stunde, ja. Und verworfene Frames 49. Also gar nichts praktisch. Das ist ja ein Wunder. Wunder geschehen. Was habe ich entdeckt? Ah, ich habe schon wieder ein kleines Städtchen entdeckt. So. Ein Siedler, Handwerker, Speer, Krieger, Bogenschützen. Ich bin ja jetzt für Siedler, oder? Ja, wir brauchen einen Siedler. Aber wir können auch Stadtzentrum Monument machen. Also, Monument, Siedler. Wir brauchen eine neue Stadt. Okay, dann machen wir Siedler. Wenn's sein muss. Sonst gehen wir kulturell unter. Ach, da ist auch Wasser, okay. Ja, das ist hier, das ist alles am Wasser. Das ist ein Meer, glaube ich, jetzt. Aufklärungseinheiten wie Speer sind in der Hinsicht einzigartig, dass sie Erfahrung sammeln können, indem sie erkunden und Teile der Welt entdecken. Gut, Chat sagt auch Siedler. Habe ich tatsächlich sogar ein bisschen zu früh gemacht, habe ich vergessen, noch einen Chat zu bewahren. Braterin, Aufklärer, Speer. Wir brauchen tatsächlich auch Speer, laut. Aber wir haben da jetzt welche, oder? Oder was ist das hier? Nee, das ist ein Siedlertrupp. Wo kommt denn der jetzt her? Hä? Ich würde gerne hier unten meine Siedlung aufschlagen. Warum geht denn das jetzt nicht? Alles rot. Einheit benötigt Befehle. Welche denn? Die hier etwa? Ah, bis zur Heilung verschanzen. Was ist das jetzt für eine Einheit? Ja, genau. Warum sind die schon fertig? Macht ja nichts, wenn du nicht wartest, wirst du denn ja jetzt öfters streamen, okay, also. Gut, also macht ja nichts, wenn du nichts wartest, auf jeden Fall. Das ist sehr toll, dass es nicht macht. Aber ich werde trotzdem warten, also. Oder werde ich warten? Ich guck mal wegen Aufnahme nebenbei, mal gucken, vielleicht warte ich, vielleicht nicht. Kommt darauf an, wie ich gerade lustig bin. Was denn jetzt, dann bin ich öfters dabei. Ich werde auf jeden Fall jetzt öfter streamen, aber es gibt halt noch das eine oder andere Problem, auch ich bin ja noch in der Schule. Und da ist jetzt natürlich Weihnachtszeit, ist immer ein wenig kritische Zeit und da werde ich mal gucken, inwiefern es sich einrichten lässt, aber ich werde so oft streamen wie möglich und wahrscheinlich auch so oft wie möglich mit Frank, also sofern das möglich ist, dass Frank auch Zeit hat und ich Zeit hat. Also wenn wir alle Zeit haben, dann werden wir jetzt öfter streamen, auf jeden Fall gemeinsam auch. Weil Civilization ist natürlich auch ein Spiel, das muss man streamen. Wenn man das nicht streamt, dann ist ja alles verloren, also auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich in nächster Zeit streame, dann sowieso nur Civilization, weil ich finde andere Spiele. Weiß gar nicht, weil ich in nächster Zeit so streamen könnte. Sieht auch lustig aus. Die Karte ist echt gut gemacht, so. Auch mit dem Licht und so, wie man hier so sieht. Also, echt geil aus alles. Es gefällt mir. Es mundet mir, kann man ja gar nicht sagen, aber okay. So. Ich dachte, Ton darum ist Festland, der okay. Hand eines guten Töpfers wohlfühlen. Okay, Keramik haben wir fertig. Dann machen wir mal eine neue Forschung. Segeln, Schrift, Reiterei, Bewässerung, Bergbau und Astrologie. Ich würde sagen, entweder Bewässerung oder Schrift. Eins von beiden. Wir nehmen erstmal Schrift. Guter Gedanke. Oder? Schrift, ja, weil Schrift dauert nur 5 Runden. Ja. Genau. Einheit benötigt Befehle. Welche nehmen wir? Nehmen wir die zuerst. So. Welche noch? Die hier unten?
Oh, ein Wunder ist geschehen. Ich würde gerne nach da unten gehen. Ich probiere mal irgendwie nach da unten zu kommen. Ich habe tatsächlich ein anderes Volk gefunden. Ich habe tatsächlich hier unten... Je suis Catherine, reine Mère de France. Und eine Französin flüstert mir was zu. J'ai grand désir et envie de découvrir tous vos secrets. Okay. Da, wo wir an der Insel sind, sollen wir danach Segel nehmen. Hat der Chat uns zu soufflüsiert, also falls es das Wort gibt. Okay, machen wir dann als nächstes. Kein Problem. Also, ich bin Katharina, Königsmutter von Frankreich, und ich heiße euch im Reich willkommen. Ich freue mich darauf, alles über euch zu erfahren. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, schön euch kennenzulernen, aber ich fürchte, wir sind zu beschäftigt, um zu verweilen. Ich weiß ja nicht, bei Civilization 5 haben wir Frankreich ja mit ziemlicher Abartigkeit einbetoniert. Was meiner Meinung nach auch richtig war. Nein. Ich weiß nicht, wollen wir mit Frankreich? Ich weiß nicht, ob Frankreich ist jetzt nicht so mein Lieblingsland, dass ich da irgendwie sagen müsste, wir beschließen Frieden. Vor allen Dingen auch vom Handel her. Ja, am Anfang brauchen wir aber Frieden, weil ja, klar, aber ich glaube, wir können ja nicht mit allen Frieden schließen. Ich glaube, wenn wir mit irgendwelchen nicht Frieden schließen würden, dann würde ich sagen Frankreich, weil die gerade vom Handel her, die nehmen ja mehr Import als Export, was Handel angeht. Frankreich ist ja ein nicht gerade eigenständiges Land. Also England zum Beispiel macht sehr viel Export. Ja. Die können auch gut Beine. Und können auch gut mal helfen, weißt du? Hoffentlich bleiben die neutral. Ja, weiß ich halt nicht. Also okay, dann mache ich erstmal... Der Computergegner bildet immer ziemlich schnell Militäreinheiten aus, wie auch immer die das machen. Und die machen einen dann platt. Okay, aber ich habe jetzt erstmal Frieden genommen. Also okay, ihr habt nichts gelebt, solange ihr nicht von unseren Delikatessen gekostet habt. Und solange ich euch nicht... beigebracht habe, mir mit einer Gabel zu essen, seid mein Gast. Okay, also sie will uns erst beibringen, mit einer Gabel zu essen. Mal vorsichtig übersetzt. Okay, wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Tut mir leid, aber das geht jetzt nicht. Jo, ist ja eine ziemlich höfliche Absage. Okay, also Chat sagt auch, Freundschaften erstmal habe ich jetzt sowieso gemacht, ist kein Problem, dann mache ich das auch in Zukunft erstmal so. Was hast du gesagt? Gerade? Ist ja eine ziemlich freundliche Absage, ne, aber... Ja. Ich sag, wir machen's, auch wenn das Essen vergiftet ist. Paris, da hinten ist es. Oh, weiß ich nicht, ob ich mich daran erfreuen kann. Aber ich gehe erstmal in Richtung Paris. Okay, ich war noch nicht fertig, so. Ich gehe jetzt mal Richtung Paris. Marschiere da auch gerne ein. Ich laufe jetzt einmal an der Grenze entlang, das ist auch eine Idee. So, Einheit benötigt Befehle, die hier unten, aha. Ist das hier für ein Land? Okay, baust du denn erstmal richtig Militär und dann Ablauf des Friedensabkommens haust du sie einfach weg. Okay, das ist eine gute Idee, oder? Wie siehst du die, Frank? Mhm. Ja. Okay, dann werden wir das machen. Wir hören jetzt einmal auf den Chat und machen so, wie es uns vorgeschlagen wird. Oder? Warte. Mhm. Warte, neue Nachricht. Ich habe euch eine Handelsdelegation mit allen üblichen Geschenken geschickt. Kräuter, Oliven, verschiedenen Käsesorten und natürlich Baguettes. Baguettes.
Tess. So, keine Ahnung. Eure Delegation ist uns willkommen. Unsere Hauptstadt ist momentan nicht für Besucher geöffnet. Auf Wiedersehen. Ich würde mal wieder sagen, Delegation ist willkommen. Hervorragend. Auf Wiedersehen. So, und wir werden jetzt tatsächlich... Ah ne, wir sind gar nicht dran. Okay. Jede Nation lebt vom Tausch. Okay, Außenhandel ist jetzt möglich. Und deswegen können wir auch die Politik jetzt ändern. Ne, können wir nicht. Doch, können wir. Und zwar ist... Caravan-Serien ist jetzt möglich. Plus 2 Gold und alle Handelswege, durch alle Handelswege. Können wir später auch noch ändern, also das müssen wir jetzt nicht jetzt machen. Und wir haben gefunden, Kairo. Können wir denn demnächst auch mal hingehen nach Kairo? Boah, ich glaube, ich muss gleich mal eine Halsschmerztablette schlucken. Das gibt's noch nicht. Das ist echt erschreckend. Was haben wir hier jetzt? Das sind jetzt doch eine Speereinheit. Wo kommt die denn her? Hab doch keiner angefordert. Macht ihr die von alleine? Können wir mal hier in die Richtung erst. Speereinheit? Vielleicht laufen die da rum. Frankreich-Krieger. Gut, die müssen wir ja nicht angreifen. Gut, jetzt können wir frühes Reich, Mystik und Handwerkkunst wählen. Was soll man nehmen? Da würde ich erstmal Handwerkskunst nehmen. Dann nehmen wir Handwerkskunst. Und dann nehmen wir nächste Runde. Okay. Ohne Spaß, ich glaube, wir werden gerade angegriffen. Ich begebe mich jetzt mal vorsichtshalber zurück auf die Stadt. Und wie fühle ich mich hier in Delhi? Was sind das hier für Krieger? Nee, das ist ja Arabien. Ach, Kairo ist Arabien, stimmt ja. Weiß nicht, soll ich... Warte mal, wir machen das hier mal. Wenn wir in Arabien fremde wenn wir für Arabien Gegner erledigen... Alter, dann sind wir ja. Eure Kämpfer mit Barbaren zeigen, dass ihr stärkere Waffen braucht. Okay, fortfahren. Ist ja kein Problem, stärkere Waffen zu bauen. Oder so. Oh, ich habe noch. Was ist denn das hier? Karthago habe ich gefunden. Wow. Delhi ist ja immer noch Indien, richtig? Ja, oder? Delhi ist Indien. Da verhaue ich mir jetzt gerade komplett. Nee, das müsste ich noch. Gut. Wir haben schon sehr, sehr schön was an der Map hier erkundigt, also erkundigt. Ja. Boah. So, was mache ich hier noch? Sieht schon richtig gut aus. Ich gehe jetzt nochmal nach hier unten, aber dann höre ich langsam auf zu erkunden. Dann probiere ich mal die Stadt hier größer zu machen. Herr, muss das Land, was ich mit, muss das direkt anliegen, wenn ich ein Land... wenn ich Siedler... das verstehe ich jetzt nicht. Frank, muss ein Land direkt anliegen, wenn ich die Siedler da irgendwie hinschicken möchte? Um eine Stadt zu bauen? Anliegen? Land anliegen? Naja, so direkt an den jetzigen Land. Ich kann mit den Siedlern jetzt nicht direkt hier unten am Wasser... bauen. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Eigentlich müsste man das machen können. Der Bau von Bezirken in unseren Städten kann viel effektiver und lukrativer sein
als einfache Modernisierung. Vielleicht weil die Bauernhöfe sozialen Grenzen noch nicht da sind oder die Kulturgrenzen. Also erstmal, wir haben jetzt Bezirke soll mal gründen, wurde uns gesagt, und wir haben jetzt abgeschlossen die Schrift. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen. Mark Twain oder so. Ist mir auch egal, wie man ausspricht. Ist aber ein schöner Spruch. So, denn wurde uns gesagt, was stand im Chat? Wir sollen nehmen, weil wir segeln sollen wir als nächstes nehmen. Dann nehmen wir das. Wenn der Chat es so will, dann machen wir das. So, und jetzt greifen wir auch noch die hier unten an. Und ich hoffe mal, dass uns Kairo Buster, oder? Dass die uns da helfen. Sehr schön. Nächste Runde. Dann greifen wir unten tatsächlich an. Wird tatsächlich gewinnen, wenn ich jetzt drauf gehe. Oder? Nur egal, ich muss probieren. Das ist echt seltsam, dass wir die Stadt nicht gründen können. Ja, das wundert mich halt auch, warum wir die nicht gründen können. Na gut, wir können die auch erst nach da oben gründen und dann langsam uns runter, langsam runtergehen. Ne, wir können überall Städte gründen. Ach, jetzt verstehe ich das. Also erstmal, befördere die gleich, dann heilen sie sich auch gleichzeitig etwas. Okay, also meinst du jetzt die, die Krieger, oder wie? Oder, also, wenn du Krieger meinst, schreibst du mal bitte kurz nochmal in den Chat. Ich habe das noch nicht richtig verstanden. Pass mal auf, das war nämlich so, ich kann überall auf jedes Feld eine Stadt gründen, aber die, wo die Bildchen sind, sind nur empfohlene Siedlungsorte. Ach so. Verstehst du? Und es gibt hier halt Gebiete, die sind grün, die sind dafür besonders gut, dann gibt's rot, da kann man gar nicht bauen. Und dann gibt's hellgrün, da ist halt geht. Und grau kein Wasser. Ja, wollen wir jetzt am Wasser nehmen? Das wäre unsere erste Hafenstadt. Dann gehe ich hier an die Ecke und sage, in der nächsten Runde Stadt gründen. So, dann haben wir hier noch die uns gerade irgendwie gefühlt umzingeln. Ich glaube, die greifen uns an, die Barbaren. Das wäre ein kleines Problem. Okay. Ja, die wollen uns angreifen. Kommen wir so offensichtlich drauf zu. Ah, Beförderung verfügbar. Okay. Die Krieger, die eben befördert werden können. Ja, okay, bei den anderen ging es halt nicht, deswegen war ich verwundert, aber okay, wir befördern die jetzt einfach. Schlachtruf oder Schildkröte? Plus 10 Kampfstärke bei Verteidigung gegen Fernangriffe und Schlachtruf plus 7 Kampfstärke gegen Nah- und Fernkampfeinheiten.